nachher zu seinen Hinden. Ihr wisst, dass das alle Tage oft verfiel und des Thank you.
helfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr bei ihm? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem man sucht einer Gelegenheit, dass er ihn verriete. Sprache zu ihm. Oh,
leuchteten das Osterlamm. Und am Abend satte sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach ihr: Wahrlich, ich sage euch, weil der betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm: antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich, Rabbi? Er sprach zu ihm: Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach. Und gab seine Jünger und sprach: Nehmet und esset, was ich gebrach. Und nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Thank you.
Worte, das sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen hinaus in eine Hölle. Da sprach Jesus zu ihnen: Dies Verrat werdet ihr euch alle erbarmen. Wenn steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und ich habe den Pferde, werde ich zerstreuen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Und
scherzete dei und finale zu trauer una totale. Da sprach Jesus zu ihnen, oh.
jener wenig fielen nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater ist wirklich von jedem dieser Mensch von mir, doch nicht wie ich bin, sondern wie du willst. Thank you.
und heb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, steck dir dein Schwert ans eigene Ohr. Hilf, wer das Schwert nimmt, der es wohl durchs Schwert umkomme. Oder weinest du, dass ich mich könnte bei dem Vater bieten, dass mir zur Sichte wär, der es verfleht und hälte. Sprach Jesus zu den Ersehnen. Ihr seid ausgegangen, bald zu heilen werden. Mit Sterben und mit Stalten, mit Aufwahlen. Bin ich noch täglich bei euch gesessen. Thank you.
Yeah.
sprechen, aber noch mehr uns sprachen. Thank you.
sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und die neunten Stunde schrie Jesus laut und sprach: Thank you.
Galiläa und hatten ihn gedient, unter welchem war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Knete Mary. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein jüngerer Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihm den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Amen.
Und versiegelten den Stein.